Herzlich willkommen zu Teil 2 meines Videoreports zu einem ganz besonders langen Digitalausschuss vom 11. Mai. Unser nächstes Thema im Ausschuss war die Digitalisierung im Gesundheitsbereich. Zu Gast waren VertreterInnen aus dem Bundesgesundheitsministerium. Das wird jetzt nicht so lang, weil wir hatten auch in der Debatte super wenig Zeit. Das ging alles tak, tak, tak. Die Vertreter des BMG haben auf jeden Fall klargemacht, wichtigste Schwerpunkte sind der Zugang zu Daten, aber auch die Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitsdienst. Es ging natürlich auch um die elektronische Patientenakte. Einerseits soll sich ändern, dass es so wenig Leute nutzen, weil man möchte vom Opt-in in ein Opt-out wechseln. Man ist also automatisch drin und muss sich dann darum kümmern, dass man rauskommt, wenn man die EPA nicht nutzen möchte. Dass mehr Daten reinkommen, möchte man dadurch erreichen, dass auch mehr unstrukturierte Daten in die elektronische Patientenakte einfließen, also einfach irgendwelche PDFs. Das kann man dann elektronisch meistens nicht sinnvoll weiterverarbeiten, weil sie oft nicht maschinenlesbare Inhalte enthalten. Aber immerhin, man hat da irgendwas elektronisch. Ich hatte zur elektronischen Patientenakte auch eine sicherheitsbezogene Frage. Da hat man nämlich einen zentralen Schlüsselgenerierungsdienst geplant. Und wer diese eine zentrale Stelle kontrolliert, das ist so die Krux mit zentralen Stellen, der hat im Prinzip die Möglichkeit, sämtliche elektronischen Patientenakten zu entschlüsseln. Was natürlich unerwünscht ist. Also habe ich gefragt, wie ist denn die Haltung des BMG dazu und möchte man dieses Sicherheitsproblem möglicherweise beheben? Die Antwort wird nachgereicht. Es ging natürlich auch ums elektronische Rezept. Das sollte ja eigentlich unter Spahn schon längst da sein, wurde dann aber aus Sicherheitsgründen wieder gestoppt, befindet sich nun aber kurz vor dem Rollout. Im Sommer soll der starten. Die Gematik. Lange schwierige Geschichte bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens soll umgewandelt werden in eine, wie nennt sich das, digitale Gesundheitsagentur. Mit dem neuen Namen wird dann vielleicht alles besser, vielleicht auch nicht. Wie sie genau ausgestaltet werden soll, das soll die Digitalisierungsstrategie des Gesundheitsministeriums festlegen. Die konzeptioniert man jetzt bis zum Sommer. Dann will man mit ganz vielen Stakeholdern aus dem Gesundheitsbereich reden. Das halte ich auch für eine wirklich wichtige und gute Idee. Gesundheitsämter, Landesbehörden, RKI, alle sollen damit einbezogen werden. Natürlich auch die jeweiligen Fachverbände von Ärzten, Krankenkassen und so weiter. Spätestens Januar 2023 möchte man die dann vorliegen haben. Dann weiß man auch, was diese digitale Gesundheitsagentur genau alles besser machen soll. Eine ganze Weile ging es dann um Register. Es wurde zum Beispiel gefragt, kommt denn jetzt noch ein Impfregister oder nicht? Die Antwort kurz und klar, nein, ein Impfregister kommt nicht. Um Register ging es auch in einer Frage, die ich gestellt habe. Es wurde ja ein Registergesetz angekündigt und ich wollte wissen, was beinhaltet das denn wahrscheinlich für alte Register und sind irgendwelche neuen Register geplant? Diese Antwort wird nachgereicht. Naja, und ihr ahnt es, diese Antwort gibt es ja öfter mal. Bis jetzt habe ich die noch gar nicht so oft erwähnt wie sonst. Aber meine nächste Frage zum Organregister hatte wieder die Antwort, da wird was nachgereicht. Ich wollte nämlich wissen, was jetzt eigentlich mit dem Ding ist. War für März geplant, wurde jetzt auf Ende des Jahres verschoben. Hat übrigens auch mit mangelnder Anbindung der Krankenhäuser zu tun. Und die Länder blockieren, dass Menschen, die Organspende willig sind, einfach zur Meldestelle gehen und das dort erfassen lassen können. Und ich wollte wissen, was ist denn jetzt damit, aber das wird nachgereicht. Wissen wollte ich auch, ob man denn über den Weiterbetrieb der Corona-Warn-App schon entschieden hat und ihr ratet richtig, auch das wird nachgereicht. Und um Sicherheit ging es auch bei meiner nächsten Frage. Ich habe ja hier schon öfter mal erzählt, dass das Bundesgesundheitsministerium den nationalen Rekord hält bei nicht besetzten IT-Sicherheitsstellen. 80% der IT-Sicherheitsstellen sind in diesem wichtigen Ressort nicht besetzt seit längerer Zeit. Ich habe gefragt, warum ist das so und wird sich das mal ändern? Und die Antwort wird nachgereicht. Da bin ich wahnsinnig gespannt drauf. Ich hatte neulich auch eine schriftliche Frage an das BMG geschickt zum Thema Digitalisierung der Meldekette zum Hospitalisierungsindex. Die sollten ja eigentlich elektronisch schon Ende ersten Quartals sein, sind sie aber nicht. Die Antwort auf meine Frage ergab, dass erst 3 Krankenhäuser Anfang April diese elektronische Meldemöglichkeit pilotieren, also noch nicht mal so im Alltag benutzen. Die Tagesschau, mit der ich für dieses Thema zusammengearbeitet hatte, die hat mal bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft nachgefragt und bekam die Antwort, dass die verpflichtende Verwendung erst für Januar 2023 vom Bund vorgegeben wurde.
Und da habe ich natürlich gefragt, warum ist das eigentlich so? Dann ist die Herbstwelle vorbei, da sind wir mitten in der Winterwelle. Warum hat man das Datum so spät gesetzt? Wenn die nicht früher verpflichtet werden, werden sie es einfach nicht früher machen. Da gab es eine, finde ich, zumindest verhalten positive Antwort, nämlich, dass man gerade dabei ist zu überprüfen, inwieweit man dieses Datum auch vorziehen kann. Macht Sinn, hätte man aber gleich machen sollen. Dann ging es um die Telekommunikationsmindestversorgungsverordnung, wieder so ein klassisch bürokratisches Wort. Mit der hatten wir schon am Montag in einer Anhörung zu tun. Darunter verbirgt sich das sogenannte Recht auf schnelles Internet, das aber eigentlich gar kein Recht auf schnelles Internet ist. Das hat auch Klaus Müller, der neue Chef der BNetzA, der Bundesnetzagentur, nochmal explizit betont. Der mag nicht, dass man das vermischt, weil es sich ja nur, er verglich das mit dem Mindestlohn, um ein Sicherheitsnetz handeln soll, das die unterste Grundversorgung absichern soll, aber keineswegs irgendwie mit dem Ausbau eines schnellen Internets zu tun hat. Trotzdem wurde ja in der letzten Legislatur das als Recht auf schnelles Internet kommuniziert und es wurde auch beschrieben, was damit gemeint ist. Und das geht auf einen europäischen Kodex zurück, den umzusetzen wir auch verpflichtet sind. Damit sollen Alltagstätigkeiten digital möglich sein für alle Menschen in Deutschland, zum Beispiel Homeoffice, Homeschooling, Streaming abends mit den Filmchen, alles das soll möglich sein. Und da stand im Gesetz, es ist ein individueller Anspruch, das alles auch tun zu können. Das, was am Montag in der Anhörung diskutiert worden ist und jetzt in dieser Verordnung auch so drin steht, ist eine Mindestgeschwindigkeit von 10 Mbit pro Sekunde Downstream, also Download, und 1,7 Mbit pro Sekunde Upstream, also Upload. Jetzt könnte man sagen, ja, die meisten streamen ja nur Filmchen, aber erinnert euch, ihr habt unzählige Videokonferenzen gemacht und das ist auch Upload von Videodaten und da braucht es halt ein bisschen mehr Bandbreite. Das wurde am Montag lang und breit diskutiert. Insbesondere auch unser Sachverständiger und ich haben betont, dass damit keine Mehrpersonenhaushalte abgedeckt werden. Die Bundesregierung hat das anders gesehen. Ursprünglich war nämlich ein Upload nur von 1,3 Mbit geplant und die meinten, mit 30% Aufschlag sind Mehrpersonenhaushalte abgedeckt. Die durchschnittliche Haushaltsgröße ist zwar 2 Personen bundesweit, aber es gibt ja auch viele Single-Haushalte und dann gibt es natürlich auch Haushalte, die 3, 4 oder mehr Personen beherbergen. Das individuelle Recht auf eine Internetgrundversorgung kann dann natürlich mit diesen Regelungen, wie sie vorgesehen sind, nicht mehr umgesetzt werden. Das war Thema bei der Anhörung. Da habe ich zum Beispiel den stellvertretenden Chef der BNetzA ganz klar gefragt, weil dieses Gesetz ja auf die Situation in der Pandemie zurückging, ob sich für eine typische, leidgequälte Pandemiefamilie mit 2 Homeoffice-Eltern und 2 Homeschooling-Kindern durch diese Verordnung irgendetwas am Leidensdruck ändern würde. Nachdem er eine Weile um den heißen Brei redete und ich nochmal fragte, ich will ein Ja und Nein, hat er gesagt, nein, für die ändert sich nichts. Das ist natürlich tragisch und das sollte sich auch ändern. Deswegen wahrscheinlich hat die Ampelkoalition sich 2 Stunden vor Beginn des Ausschusses überlegt, noch ganz schnell einen Entschließungsantrag dazuzulegen, der vorschlägt, dass man eine Studie durchführt, die genau untersucht, ob der Grundversorgungsanspruch mit diesen vorgegebenen Kriterien auch für mehr Personen, Familien, 2, 3, 4 Personen umsetzbar ist oder nicht. Die Antwort wird dann wahrscheinlich in einem Jahr vorliegen und ich weiß jetzt schon, sie wird ein Nein sein. Dann können wir sagen, told you so, und man hat halt noch mehr Zeit verloren. Um Zeit geht es auch generell. Denn es wurde schon in der Anhörung gefragt, wie lange dauert es dann, wenn ein Bürger, eine Bürgerin ihr Recht in Anspruch nehmen will, super lahmarschiges Internet hat und eine Beschwerde an die BNetzA richtet. Dann geht nämlich ein langer Rattenschwanz am Prozess los und dieser Prozess kann ganz planmäßig bis 14 Monate dauern. Das ist, was die Bundesregierung bezeichnet als sehr kurzfristige Überbrückung von Menschen in besonders schlechter Internetversorgung. Sehr kurzfristig sind 14 Monate wirklich nicht, aber ihr könnt die Anträge auch heute schon stellen, obwohl die Verordnung ja erst zum 1. Juni in Kraft tritt. Also wenn ihr so besonders lahmes Netz habt, macht das einfach. Ihr müsst ja dann noch bis zu 14 Monate warten, bis sich daran etwas ändert. Aber natürlich geht es nicht nur darum, dass man irgendwie Internet kriegt, sondern auch, ob man es bezahlen kann.
Welches Internet man nämlich bekommt, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. Man kann, wenn Leerrohre anliegen und die nächste Glasfaser nicht wahnsinnig weit weg ist, einen Glasfaseranschluss bekommen. Wenn der Anschluss eher über Richtfunk möglich ist, dann kommt es über Richtfunk. Und wenn nur Satelliteninternet in Frage kommt, kann es auch Satelliteninternet sein. Und natürlich kosten die eigentlich extrem unterschiedlich. Deshalb habe ich den Chef der BNetzA gefragt, wird es denn einen technologieunabhängigen Einheitspreis geben, der auch wirklich bezahlbar ist für alle? Und er hat bestätigt, ja, es wird einen Einheitspreis geben und die Richtlinien dazu kommen auch zum 1. Juni raus. Und auf meine Nachfrage, ob das auch Einmalkosten betrifft, Satellitenschüsseln und so Kram, meint er, ja, die sind damit auch abgedeckt. Selbst die Stromkosten sollen damit abgedeckt sein. Nach den aktuellen Kriterien sind übrigens mindestens 300.000 Haushalte in Deutschland betroffen. Ganz genau kann man es gar nicht sagen. Auch das stellte sich am Montag bei der Anhörung heraus. Es gibt keine haushaltsscharfen Daten zur Internetversorgung in Deutschland. Das soll sich auch innerhalb der nächsten wahrscheinlich 12 Monate verändern. Ich habe mal den Chef der BNetzA gefragt, ob er eigentlich die personelle Ausstattung dafür hat, wenn jetzt 300.000 Haushalte da Beschwerdebriefe schreiben und die Grundversorgung in Anspruch nehmen wollen. Seine ganz einfache, klare Antwort war, nein, hat er nicht. Er hat nicht genug Personal, er braucht mindestens 20 Stellen. Der Erfüllungsaufwand, so nennt man das, wurde leider nicht berücksichtigt. Und das kann er dann auch erst im nächsten Haushalt kriegen. Vielleicht dauert es also doch noch ein bisschen länger, wenn so wenig Leute da sind, um so viele Anträge zu bearbeiten. Übrigens hat Joe Biden genau am Tag der Anhörung am Montag, dem 9. Mai, verkündet, dass es auch eine Art Recht auf schnelles Internet für ärmere Menschen geben soll. Und er hat ein Angebot gemacht, dass für bis zu 40% der US-Bevölkerung, die das wahrscheinlich in Anspruch nehmen können, die US-Regierung, die Bundesregierung, die Kosten übernimmt. Die stehen auch fest. Der hat nämlich mit den Telekommunikationsunternehmen einen Deal gemacht. Mit $30 pro Anschluss ist man dabei. Diese $30 übernimmt, wie gesagt, der Staat. Und es sind mindestens 100 Mbit pro Sekunde. Das ist also das, was man in den USA macht. Bei uns gibt es nur 10. Bei uns reicht es natürlich nicht für 4 Personen. Und deswegen haben wir als Linksfraktion auch einen alternativen Antrag eingereicht, den natürlich alle anderen Parteien abgelehnt haben. Da haben wir eine solche Grundversorgung mit 100 Mbit Downstream gefordert und eine langfristige Grundversorgung als Gigabit-Gesellschaft bis 2030 mit einem Gigabit. Das mag jetzt vielleicht völlig abwegig klingen, aber schon die Merkel-Regierung hatte bis 2030 ein Gigabit für alle Haushalte versprochen. Und wenn das versprochen wird, dann kann man es bitteschön auch als Grundversorgung, als Recht auf schnelles, wirklich schnelles Internet versprechen. Wir leben ja schließlich nicht mehr in der Steinzeit, sondern in der vielbeschworenen Gigabit-Gesellschaft. Und damit komme ich zum letzten Thema dieses Ausschusses. Da ging es mal wieder um Haushalte. Diesmal waren 4 Ministerien zu Gast. Das Auswärtige Amt, das Gesundheitsministerium, das Verteidigungsministerium und das Bundesministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Ich hatte genau 1,5 Minuten, 90 Sekunden Zeit für jedes dieser Ministerien. Und weil das völliger Schwachsinn ist und man da nichts fragen kann und auch nichts rauskriegt, das ist nämlich Frage- und Antwortzeit, habe ich 2 für mich einfach weggelassen, habe nur 2 Ministerien befragt, dann hatte ich wenigstens 3 Minuten pro Ministerium. Am Anfang war es wirklich ziemlich lustig. Ich habe nämlich das BMVG gefragt, wie viel Geld ist denn im Haushalt für Betrieb und Forschung an bewaffneten und unbewaffneten Drohnen drin? Worauf ich erstmal die Antwort kriegte, das ist doch gar kein Digitalisierungsthema. Echt jetzt? Ich habe dann nochmal darauf hingewiesen, dass die Dinger mit künstlicher Intelligenz fliegen und das ja irgendwie schon ein ausgesprochen digitales Thema ist. Darauf kam die euch altbekannte Antwort, das wird nachgereicht. Wissen wollte ich auch, welche Innovationen sind dann aus der Cyberagentur hervorgegangen. Immerhin sind im Haushalt des BMVG jedes Jahr 40 Millionen Euro dafür drin. Die Antwort, an 4 Projekten arbeitet man da gerade, die sind aber alle noch in der Studienphase und ob es damit weitergeht oder nicht, wird erst das Ergebnis dieser Studien ergeben. 3 Themen konnte ich mitschreiben, ne? Man kann auch nicht mal alles so schnell mitschreiben. Das war einmal das Thema mobiles Quantencomputing, dann ging es um super innovative Mensch-Maschine-Schnittstellen, wahrscheinlich das, was man so in Science-Fiction-Filmen manchmal sieht, und es ging um hochsichere IT, die auch post-Quantum funktioniert.
Ein super Total Fail stand neulich bei Heise nachzulesen. Da ging es um das Cyberlagezentrum. Das soll digitale Informationen für die NATO bereitstellen, aber obwohl 60 Millionen Euro dafür versenkt worden sind, ist das leider nicht erfolgt. Es ist auch völlig unklar, wann es dazu in der Lage sein wird. Also habe ich mal nachgefragt, was ist denn der Stand? Die Antwort wird nachgereicht. Das war es in aller Kürze zum Verteidigungsministerium. Jetzt geht es schnell zum Ministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Da wurde uns am Anfang erzählt, dass man das Thema Verbraucherschutz ja neu bekommen hat und dadurch erstmal sehr viel organisatorisch umstrukturiert und aufgebaut werden musste. Kann ich total verstehen, ist eine ziemlich komplizierte Sache. Man hat eine ganz neue Abteilung eingerichtet, die hat eine Unterabteilung, die sich mit den ganzen digitalen Fragen beschäftigt. Da soll auch digitaler Verbraucherschutz angesiedelt sein und man versicherte uns, total hochgehängt, super wichtig, der digitale Verbraucherschutz. Digital vor allem investiert man im BMUV, aber in künstliche Intelligenz. 70% des Budgets, das in digitale Projekte geht, fließt in KI-Projekte. 70% ist echt eine Menge Holz, das sind über 190 Millionen Euro, die irgendeine Art von KI fördern. Manches davon hört sich durchaus sinnvoll an. Zum Beispiel sollen 18 Millionen Euro gehen in ein Innovationsnetz KI für das Gemeinwohl. Eine alte Forderung von mir, endlich mal in gemeinwohlorientierte Projekte zu investieren und in eine KI-Ideenwerkstatt für Umweltschutz und eine Plattform für soziale Innovationen. Da fließt ehrlich gesagt immer viel zu wenig Geld rein. Da freue ich mich, dass es wenigstens diese 18 Millionen Euro sind. Leider wurde die Start-up-Förderung für Umwelt-Start-ups eingestampft. Wenn ich mich recht erinnere, waren es ungefähr 10 Millionen, die es jetzt nicht mehr gibt. Das wurde auch von Seiten BMUV sehr bedauert. Und es kam ziemlich klar durch, dass da offensichtlich ein Christian Lindner den Fuß drauf hat, der natürlich an der Geldquelle sitzt als Finanzminister. Spannend war das Thema Reparatur. Ist natürlich in Bezug auf Ressourcen und Nachhaltigkeit von Digitalisierung ein Riesenthema. Ein Recht auf Reparatur zum Beispiel, Handy-Akkus auswechseln können, Software-Updates bekommen können und alle diese Dinge. Da haben wir im Haushalt einfach nichts gefunden. Also habe ich danach gefragt, warum nicht und kommt da noch was? Und total überraschend kam die Antwort, da gibt es doch einen ganzen Haushaltstitel, Recht auf Reparatur, da soll auch Software drin berücksichtigt werden. Aber wir haben nachher nochmal geguckt, wir können den einfach nicht finden. Also vielleicht hat er schon vom Haushalt 2023 gesprochen, keine Ahnung. Ich werde dann nochmal nachfragen, wo sich das angekündigte Geld versteckt hat. 46 Millionen stehen aber drin, und zwar für energieeffiziente Rechenzentren. Finde ich besonders spannend. Ich habe also gefragt, was genau will man denn damit finanzieren und insbesondere gibt es auch irgendwas, was für kleine Rechenzentren da ist. Ein kleines Rechenzentrum befindet sich nämlich auch im Keller meines Hauses. Da stehen 6 Serverschränke rum. Und ich will jetzt kein Fördergeld von der Bundesregierung, aber aus mehr als 2 Jahren verzweifeltem Versuchen, das irgendwie super grün und klimaneutral zu machen, weiß ich, dass es wirklich, wirklich wenig gute Lösungen und Kompetenz im Markt gibt, die einem dabei helfen können, das umzusetzen. Und deswegen wollte ich wissen, sind da zum Beispiel auch Forschungsgelder, Pilotprojekte, was auch immer, für die ganzen kleinen Rechenzentren drin? Von denen gibt es nämlich immer mehr. Die schlechte Nachricht, nein, für kleine Rechenzentren ist da leider gar nichts vorgesehen. Überhaupt hat man in diesem Paket von 46 Millionen im Prinzip nur 2 Themen vorgesehen. Das ist einmal der Austausch von Kühlmitteln in klimafreundlichere Kühlmittel und umweltfreundlichere Kühlmittel und eine umweltfreundlichere Kühlung, also zum Beispiel eine Umstellung auf Wasserkühlung. Aber wie gesagt, nur für die großen Rechenzentren. Und damit komme ich zum Ende eines super langen zweiteiligen Videoausschussreports zum Digitalausschuss vom 11. Mai. Ich freue mich, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich fand es nicht nur wahnsinnig anstrengend, sondern auch wahnsinnig spannend. Es gibt wie jedes Mal auch etliche angekündigte Nachreichungen. Da unten mache ich euch wieder einen Link rein, wo ihr die nach und nach eintrudelnden Nachreichungen dann auch finden könnt. Wenn ihr keinen dieser Reports verpassen wollt und Videos von mir, da unten wie immer das kleine Glöckchen, klickert drauf, dann werdet ihr daran erinnert. Und ansonsten bleibt gesund und bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Machen wir gleich noch Fotos. Ja. Bist du durch? Ich bin durch.